Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und hier will ich das selbst spielen, weil, ja, unter 80% spiele ich es eigentlich meistens selber. Also vor allen Dingen, hier ist es interessant, weil er kommt mit einer ziemlich guten Armee, also die ist ziemlich stark. Das Feld, das Schlachtfeld ist auch ziemlich gut. Und dann bin ich mal gespannt. Erstens, wo seine Verstärkung herkommt. Ich mach mal eine starke linke. Eine starke linke Flanke. Und die rechte ist die aggressive. So, hier haben wir in die Bresche. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, ich habe das gerade schon, also in bei dem makedonischen Let's Play habe ich das schon mal erklärt. Ich komme gerade nur aus dem. Ich komme. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich komme nur gerade von den spartanischen Let's Play und da erkläre ich das. Erkläre ich manche Sachen. Genau, in die Bresche ist. Wird halt immer ziemlich gut erklärt hier. Ziel auf verbündete Einheiten, um deren Angriff für kurze Zeit zu verbessern. Und das ist ja ziemlich cool, um wirklich ja in die Bresche zu, also Breschen zu schlagen und wirklich ja durchzudringen. Und das ist dafür ziemlich cool. Ich lasse die mal rennen. Ja, dann sind sie ungefähr gleich schnell wie die anderen. Du kommst mal davor. Ich glaube, wir werden eher uns hier aufstellen. So, da kommt schon mal seine Hauptarmee. Hier sind auch Hopliten. Ich glaube auch Pezetairoi. Nee, hat er ja nicht. Ah, Onaga sind dabei. Aber die lässt er einfach stehen. Das ist natürlich für mich von sehr großem Vorteil. Da hinten ist die. Die Krieger erwarten euren Befehl. Bereit zum Einsatz. Deutsche Söhne Makedonien. General! Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer. Bereit loszureiten. So, da werde ich mal auf die losgehen. Ja, die bleiben einfach stehen. Da muss man immer aufpassen. Weil das passiert überraschenderweise sehr oft. Das passiert sehr häufig. Unser General wird angegriffen. Zu Befehl. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, das ist ganz gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Krieger,
So, jetzt muss ich da reingrätschen, damit der... ja, kannst du ruhig machen, aber ist halt dann scheiße, ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Reiterei, wie ihr Befehl. Hä, hey, wieso Reiterei? Ah, der wird von den Katapulten hier angegriffen. Nahkampfinfanterie bereit! Schnell! Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer! Schildträger! So. Königliche Feldhaften! Männer wanken! Die da vorne. Ist ja klar, ne? Das ist ja klar. Königliche Feldhasten! Die Makedonier sind bereit! General! Kämpft euch durch! Hetairenreiterei! Fehler? So. Die beiden können da ruhig chillen. Die Makedonier sind bereit. Hetairenreiterei. Bereit zum Einsatz. Bei Hova! Eure Befehle? Für Ruhe! Eure Befehle? So, ich glaube, die beiden nehme ich jetzt da raus. Die nehme ich auch raus. Und das war's. Ja, ein bisschen. Der feindliche General ist tot. Okay. So. War nicht ganz so toll, also... Da hätte ich ein bisschen anders machen können. Er hat halt meine rechte Flanke angegriffen, die eher auf aggressiv war und nicht auf defensiv. Da hätte ich das noch umstellen müssen. Aber egal. So, da mache ich aber jetzt... also mit denen kann ich jetzt nicht mehr angreifen. Oder belagern. Ui. Das wird auch interessant. Gut. Ich gehe mal kurz Wasser holen und bin gleich wieder da. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. So. Let's fight. Mal schauen, ob ich gewinne. Haben wir gespeichert? Natürlich hat er High Ground. Ja, natürlich. So, also Vorteil ist, er greift an. So, das heißt, wir können uns gechillt in die Ecke flatzen.
Ich glaube, wir nehmen sogar diese Ecke. Oh nein, nee. Wir nehmen diese. Wow. Aber Pferde sind nicht ganz so nicht ganz so langsam, so. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Weil natürlich von da, ne? Natürlich von da. Doppelte Geschwindigkeit. Königliche Peltasten. Stolze Söhne Makedoniens. Unser General wird angegriffen. Okay, er schmeißt die Kavallerie weg. Na gut, dann können wir chillig weitermachen. Königliche Peltasten. Wollt ihr den mal töten? Meine Güte. Wie lange der einfach aushält. So, nochmal. Also. Hier wird geschlossen. Hier wird aufgebaut. Die Schildträger bauen sich hier auf. Die bauen sich da hinten auf. Die sind schon weg und der ist da. So. Jetzt darf er kommen. Ja, stellt euch ja nicht besser auf. Ne? Ich habe eigentlich die ganze Reihe gemeint, aber okay. Seid ihr jetzt in Ordnung? Ich denk schon. Stellt er sich so breit auf, als ob er wüsste, dass ich da stehe. Na, tut er auch. So ganz gut ist das hier nicht. Also da sind überall Lücken, aber in Ordnung. Ihr haltet ihr jetzt wirklich straight zu meinen versteckten zu meiner versteckten Kavallerie reitet, ne? Oder marschiert und nicht zu denen, die offen da sind. Ja. Mal schauen, ob er da immer noch zu mir geht. Okay, nee, geht er nicht. Gut.
Sein Vorteil ist natürlich Bogenschützen und ich habe nur Peltasten. Mein Vorteil ist, dass er seine breite Masse nicht wirklich ausspielen kann. Ich könnte das auch noch ein bisschen ändern. So, dass die Mitte halt gedeckt ist. Und also nicht so schräg, sondern frontal. Aber... Also, wow. Jetzt auch gut. Eure Befehle? Oh fuck, hier sind halt der PC-Teile. Sehr viele Petzeteilrollen. Sehr viele Alter. Wer kann fahrtbereit? Keine Ahnung, was er jetzt macht. Mehr Infanterie bereit! Schnell! Was macht? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Möge Hades sich königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer!
So, das war schon mal sehr gut. Die Männer wanken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wieso sind die so breit gefächert? Das macht gar keinen Sinn. Oh, okay. Königliche Feldtasten. Die Makedonier sind bereit. Königliche Feldtasten. Zu Befehl. So, sorry, jetzt geht's weiter. Heute war es irgendwie sehr viel los. Überraschenderweise. Mal kurz der Einheit. So, hier gehen wir mal weg. Die Feldtasten, die bekomme ich irgendwie nicht gleich. So, hier alles eingekesselt, das ist gut. Kurz mal unterstützen. Bam, 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 bam. Sehr schön. Königliche Peltasten, königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer. PC Tyroi, liegen bereit. Königliche Peltasten, Liga Makedonien. Kommandant, Befehle? Bereit zum Einsatz. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Da ist auch alles tot. Der feindliche General ist tot. Ah. Gut, bisschen farmen. Uiuiui. Weil ernsthaft, wenn ich nicht die Ecke gehabt hätte, hätte ich vollständig verloren. Und wenn ich keine Kavallerie gehabt hätte.
mal, ich tue mal alle weg. Oh, schade. Okay. Gut, Verluste 900. Ja, getötet 3-1. Nicht schlecht. Ich habe 3-1 getötet, aber er hat 300 verloren. Also, ja, ich habe 177 oder 170 getötet, nachdem ich gewonnen habe, deswegen. So. Ja, jetzt komm. Oh, schade. Ich erwarte weitere Befehle. Tja, das war auf jeden Fall mal eine Monster. Monsterschlacht. Ja, wie gesagt, ohne die breite Ecke. Breite Ecke. Also, oh nein, jetzt kommt der da. Also mit dem verkehrt. Er hat sich ja extrem breit aufgestellt. Und dann hätte er mich einfach umschlungen. Er hatte ja... Er hatte ja doppelt so viele, mindestens doppelt so viele Pikiniere wie ich. Oder als ich. Und ja, das war nicht ganz so toll. Aber naja. Ah. Athen ist da oben jetzt. Okay. Interesting. So. Forschung abgeschlossen. Kind ist gestorben. Oh Mann, schon wieder. Na, wahrscheinlich das da, ne? Mann. Schade. Gut. Dann gehe ich mal dahin und dann Gruppenangriff. Ja, mit den Pferden kann er bei der Kavallerie was? Nee, mit den Pferden kann er bei der Belagerung echt nicht umgehen. Aber ist in Ordnung. So. Dann hier bin ich ziemlich platt. Aber ich mach mal trotzdem eine Schutzstellung. Vielleicht überleben dann. Ja. Meine Pferde. Sehr schön. Sehr schön. Und das da ist auch gut. So. Dadurch habe ich keinen Vorteil, okay. Ja, der hat schon eine gute Armee. Der hat schon eine gute Armee. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch lasse oder nicht. Also, weil entweder ich greife jetzt an oder ich warte, bis meine Einheiten also geheilt sind. Okay. Das weiß ich noch nicht, was ich da am besten mache. Was ich hier mache, ist natürlich. Ja, natürlich ist das nicht so. 90. Ja. Ist immer so ein Schockmoment oder so.
so ein, ja, keine Ahnung, so ein, man grübelt halt, ob die, oder, ja, das ist, grübeln ist falsch, aber, also man überlegt halt, ob, wenn man das drückt, ob die Einheiten dann überleben oder nicht, also die schon ziemlich angeschlagen sind.